So, liebe Brüder und Schwestern im Internet, die ihr heute jetzt persönlich versäumt, hier zu sein, selber schuld. Weil es ist immer was Schönes, Präsenz zu zeigen und nicht nur im Internet zu sein. Für die, wo weit weg sind, jetzt wollen wir irgendwo weit, weit weg, in Ordnung, 500 Kilometer herfahren, aber selbst das lohnt sich vielleicht. Aber die, wo jetzt zu Hause sind, wo auch vielleicht nicht kommen können wegen Krankheit, ein herzliches Grüß Gott ins Netz. Amen. Und es ist auch was Schönes, dass Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, jetzt ins Netz zu gehen. Die haben nicht, ja, die Möglichkeit, mich abzuschalten, wenn ich dann zu frech bin oder sonstiges. Aber schalten nicht ab, ihr versäumt ja was. Und zwar meine Predigt heute. Ja, wie es euch geht, habe ich schon gefragt. Wie eure Woche war, wie war sie? Anstrengend nehmen wir an, vielleicht schön, freundlich. Ah ja, da haben wir ja Geburtstagskind gehabt, letzten Sonntag, im neuen Lebensjahr. Aber ihr wisst ja auch, jede Predigt ist auch eine Predigt für mich selbst. Deshalb, die Woche, die letzten zwei Wochen, die waren schon bei mir privat geprägt. Welche schlechte Nachrichten, wie viele Nachrichten ich da bekommen habe, überall, egal, was ich gemacht habe, Zeitung aufgeschlagen, Fernsehen oder Internet oder weiß ich was. Viel Positives habe ich da nicht gehört und gesehen. Und das ist auch der Grund für meiner heutigen Predigt, diese schlechten Nachrichten. Und das Thema meiner Predigt ist halt meine persönliche Angst. Und ich fange halt einmal damit an. Ein Krieg in Europa, wer hätte sich das vor einem halben Jahr noch gedacht? Keiner. Vielleicht, nein, keiner gedacht. Vor einem halben Jahr hat keiner gedacht, oder vor einem Jahr, dass wir mal Krieg in Europa haben. Und das ist nicht weit weg, die Ukraine. Vor lauter Krieg und dem Elend sind ja viele Sachen in den Hintergrund gekommen, die ja immer noch da sind. Wir haben ja immer noch Corona. Heute habe ich gehört, die größte Infektionszahl, wo wir jetzt haben in Deutschland. Gell? Das gibt es auch noch. War nichts Positives. Dann durch die Corona-Krise. Viele reden von Energieknappheit. Der eine oder andere hat schon Kerze gekauft, wenn der Strom abgeschaltet wird. Oder macht der Holzofen an oder weiß ich was. Ja, Energiekrise haben wir uns nie vorstellen können. Oder sind hier manche, wo den autofreien Sonntag erlebt haben. Wo man auf der Autobahn hat, weiß ich was, Schach spielen können oder weiß ich was, kein Auto kommen, nichts. Weiß nicht, der eine oder andere kennt es, die Junge kennen das ja gar nicht, der autofreie Sonntag, wegen der Ölkrise. Oder in manchem Einkaufsladen gibt es kein Mehl mehr, gibt es kein Öl mehr. Meine Frau hat auch festgestellt, mei, da sind alle leere Regale, wo sind die Lebensmittel hin? Toilettenpapier gibt es noch. Aber Öl und Mehl und sonstiges, jetzt hat der ein oder andere Angst, ja, um Lebensmittel, von was esse ich morgen. Gell? Der ein oder andere durch die Ukraine-Krise, jetzt spreche ich aus der Automobilbranche, ganz viele Autowerke haben ab Montag Kurzarbeit, namhafte, da gehört Porsche dazu, BMW, Fiat, da haben viele Leute Angst über einen Arbeitsplatz durch diese Krise. Es gibt auch viele Menschen, die haben Angst, weil sie krank sind oder haben Angst vor Krankheiten. Dann gibt es Menschen, die haben Angst vor Einsamkeit, weil jeder kümmert sich um sich und jeder hat mit viel, viel schlechte Nachrichten zu tun und sorgt sich um sich selbst. Und ich kenne da den einen oder anderen, der Angst hat vor Einsamkeit. Dann natürlich eine Sorge, die viele Menschen haben, das sind Geldsorgen. Und dann die Eltern sorgen sich um ihre Kinder, um ihre Angehörige. Ist auch klar. Ich kenne jetzt hier jemanden, der hat nochmal Opa geworden, ein kleines Baby. Da macht man sich vielleicht die eine oder andere Sorge auch oder Gedanke, was wird mit dem neuen Leben, in welche Zeit ist das hineingeboren. Man grübelt vielleicht. Dann hat man vielleicht auch Angst um seinen Ehepartner, dem es vielleicht gar nicht so gut geht, der Probleme hat. Oder es gibt auch Menschen, die Angst um ihre Haustiere haben. Dann gibt es andere Menschen, die komplette Angst haben vor Ansteckung, Corona und sonstige Krankheiten. Dann gibt es Zukunftsängste, wie gesagt, Beruf, Ehe, Gemeinde. Es gibt auch viele Gemeinden, die Angst haben vor der Zukunft. Dann gibt es Menschen, die haben richtige Todesängste. Und viele Menschen, wenn sie dann immer mehr hören, egal wo man auch hineingeht, Zeit der Entrückung, Endzeit, da haben auch ganz viele Menschen ganz viel Angst davor. Ob
obwohl man es ja vielleicht gar nicht braucht, aber es gibt Menschen, die haben einfach Angst. Und ich sage jetzt einfach mal, herausfordernd hier, wahrscheinlich ist keiner unter uns, der vielleicht nicht dieses Gefühl kennt, Angst zu haben. Das sind jetzt nur einige Punkte, die ich da aufgezählt habe. Weil ich bin ja nicht dafür jetzt da, um euch Angst zu machen, aber ich wollte einfach mal das Thema ansprechen. Und ich bin sicher, der eine oder andere, wenn er heute keine Angst hat, kennt das Gefühl von Angst. Also ich kenne das Gefühl von Angst. Ich habe das in meinem Leben schon oft genug mitgemacht. Und manchmal ertappe ich mich auch, dass ich auch jetzt Angst habe. Und so, wenn man das jetzt vom Kleinen ins Große zieht, ich sage, auf dieser Welt gibt es ganz viele Menschen, die Angst haben und dieses Gefühl von Angst sehr wohl kennen. Und da habe ich mal überlegt, das Phänomen Angst, wo fängt die Angst bei dem Menschen eigentlich an? Ich behaupte, wir werden geboren ohne Angst. Ich glaube, das kleine Baby hat keine Angst. Oder kann sich nicht äußern. Wir haben vielleicht Angst, dass die Geburt gut läuft, dass die Mutter das Kind gut auf die Welt bringt, dass es dann nach der Geburt der Mutter und dem Kind gut geht. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo meine Kinder auf die Welt kamen, dass die auf die Welt kamen und haben ein Schild hochgehoben, ich habe Angst, nee. Oder sich irgendwie geartikuliert oder gesprochen haben. Und wenn dann das Kind auf der Welt ist, dann gibt es dieses Babyalter. Und wenn ich jetzt von meinen eigenen Kindern ausgehe, da haben die auch keine Angst gehabt, diese Babys, weil sie waren ja liebevoll versorgt mit Essen, Trinken, Kleidung, Liebe, ganz viel Aufmerksamkeit. Denkt mal an Oma und Opa, wenn das erste Enkelkind kommt, die können sich kaum losreißen. Also die sind ja wohlbehütet, die Kinder. Ja, da kommen ja auch noch ein paar, da kommen bald ein paar neue Omas und Opas, da, wenn ihr mal links guckt. Gell? Das ist ja Wahnsinn, die Aufmerksamkeit, die ein Baby bekommt. Das Baby braucht da keine Angst vor Einsamkeit zu haben. Vielleicht einmal später. Aber vielleicht wird auch hier schon durch diese Aufmerksamkeit, dieser Liebe vielleicht ein Grundstock und Grundstein gelegt für Trennungsangst, die dann wieder bei den erwachsenen Menschen kommen, wenn die Kinder mal flügge geworden sind. Vielleicht. Und dann fängt irgendwann mal das Krabbelalter an. Also ich hole ein bisschen aus mit Kindern. Beim Krabbelalter, da fängt schon an, dass man alles wegräumt, dass nichts runterfällt, dass alle Schränkverschlüsse sind. Weil da gibt es dann die Angst, ach Gott, wo krabbelt das Kind überall hin und das und jenes. Und vielleicht überträgt sich auch hier etwas, dieses Angstgefühl der Eltern, weil im Moment hat immer noch die Eltern Angst um das Kind, wo da rumkrabbelt. Und da werden die Kinder ja größer, kommen aus dem Krabbelalter raus, dann laufen sie und machen auch da, dann rennt man, kennt die Eltern, wo immer hinterher rennen, Opa und Oma hinterher rennen, weil die Kinder haben keine Angst, die rennen, hopfen, springen. Und ich habe mir das einmal so aufgeschrieben, wenn die Kinder klein sind, hat man kleine Sorgen, wenn sie groß sind, hat man große Sorgen. Und ich sage mal, aus Sorgen werden Ängste. Und es geht ja weiter nach dem Kind, Kindergartenplatz. Dann macht man sich Gedanken nach dem Kindergartenplatz, welche Schule wird mein Kind besuchen? Wird mein Kind immer das Beste in der Schule oder der Beste in der Schule sein? Wird mein Kind einen Unfall haben oder nie einen Unfall haben? Wird mein Kind mal eine schwere Krankheit kriegen? In welchem Umfeld wird mein Kind denn mal groß? Kommt mein Kind mal mit Drogen in Konflikt oder mit anderen Sachen? Und ich glaube, die, wo Eltern sind, wenn ich mal so rumschaue, die können gerade mitfühlen, was man da für Sorgen und Ängste da erleidet für sein Kind. Und ich habe mir immer überlegt, ja, Angst, wo kommt das her? Die Kinder waren ja dann auch irgendwann mal groß, können alles lesen, sehen, schreiben. Und dann kommt ja gleich auch die Zeit, wo dann die Kinder auch einfacher mal ins Fernsehen schauen, dann Smartphone, die soziale Medien, überall. Also Geld verdient man halt mit schlechten Nachrichten. Also die waren auch zugepowert mit Nachrichten, mit schlechten Nachrichten. Also da brauchen wir manchmal nicht zu wundern, dass Kinder auch gerade nach dieser Corona-Krise sehr viel Angst haben. Und es gibt viele Kinder, die auch Zukunftsängste haben. Und ich sage mal, wenn ein Kind einmal das alles begreift, dann kann man schon sagen, dass diese Kinder, so wie wir Erwachsene auch,
diese Angsterfahrungen gesammelt haben und noch sammeln. Der eine oder andere sagt halt Lebenserfahrung dazu. Wenn man das dann mal erfahren hat, vielleicht in einem schlechten Umfeld zu sein, auch mal Kontakt mit Drogen, mit Gewalt. Also, und es, überall ist es auch anders in der Welt, es ist ja nicht überall so wie in Deutschland. Denkt mal an die dritte Welt und sonstiges, wo die Kinder eigentlich keine Kindheit haben, sondern sofort mit Drogen, Gewalt, mit Unterdrückung, mit Verfolgung und sonstiges zu tun haben oder mit Not, nichts zu essen haben, nichts zu trinken, nicht regelmäßig, kein Dach über der Kopf. Ich denke über Angst ganz, ganz anders. Also ihr hört, es gibt viele Gründe, ängstlich zu sein. Und es gibt auch viele Gründe, dass wir halt mit Angst beladen werden über die Zeit. Und bis jetzt habe ich ja noch kein Wort gesagt und ihr noch nicht gehört, was Jesus eigentlich dazu sagt. Was hat denn Jesus zu dem Thema Angst gesagt? Was hat denn Jesus uns empfohlen, wie sollen wir mit unserer Angst umgehen? Und da gibt es ganz viel, weil auch in frühen, ja, solange es die Menschheit gibt, gibt es auch Angst. Die ganze Bibel ist auch voller Angst. Menschen, die Angst haben. Denkt mal an David, wo er den großen Goliath da umgelegt hat. Da hat er bestimmt auch vorher mal sich Muffensausen gehabt, wie man halt das. Und dann hat ihn Gott gestärkt. Und da gibt es viele Beispiele. Auch die Jünger hatten Angst, nachdem Jesus Wort gegangen ist. Was passiert mit uns nach Jesus? Und die haben ja genau gewusst, was da kommt. Also das Gefühl Angst kennen auch die Menschen in der Bibel. Aber Jesus hat da was dazu gesagt. Weil Jesus weiß ganz genau, dass wir Angst haben. Der weiß das. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 16, 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Steht es auch so dort? Ja. Und das ist was Wunderschönes, was hier Jesus sagt in 16, 33 Johannes. Zuerst finde ich es mal wahnsinnig gut, dass Jesus ganz genau weiß, dass ich Angst habe. Wir müssen uns nicht verstecken vor Jesus mit unserem Angstgefühl. Ich brauche mich auch nicht zu schämen wegen meiner Angst. Und ich brauche auch nicht den Mutigen zu spielen, wenn ich gar nicht mutig bin. Ich brauche nicht den David zu spielen, wenn ich kein David bin, gegen Goliath zu kämpfen. Und Jesus gibt hier in diesem Vers einen ganz wichtigen Hinweis. Wo habe ich denn Frieden? In ihm habe ich Frieden. Das sagt er ganz klar, damit ihr in mir Frieden habt. Nachdem ich Frieden in ihm habe, brauche ich keine Angst zu haben. Warum? Da Jesus diese Welt überwunden hat. Er hat alle Angst der Welt überwunden. Und gibt mir somit die Möglichkeit, keine Angst in dieser Welt zu haben. Das sagt dieser Satz aus. Eins ist Voraussetzung. Ich muss Jesus nur vertrauen, glauben. Da muss ich keine Angst haben. Und Jesus sagt es ja zu seinen Jüngern, denn diese hatten auch Angst vor der Zukunft ohne Jesus. Was wird aus uns ohne dich? Was wird aus den Jüngern ohne Jesus? Und mit diesen Worten in Johannes 16, 33 wollte Jesus seinen Jüngern Mut machen. Er fordert sie auf, nicht ängstlich zu sein. In den unvermeidlichen Schwierigkeiten, die auf sie zukommen werden, würden sie nie alleine sein. Und das ist auch ganz wichtig für mich, für mein persönliches Leben. Wenn die Angst probiert, mich zu übermannen, ich bin nicht allein. Jesus ist neben mir, ist hinter mir, über mir. Er ist da. Ich brauche keine Angst zu haben, wenn die Zeiten noch so schlecht sind und der Krieg noch so groß und die Not noch so groß. Das ist auch ein Trost für die Menschen in der Ukraine,
Jesus ist da. Sie brauchen keine Angst zu haben. So wie die Jünger, so wie wir auch heute nicht allein mit unserer Angst sein müssen, so war es auch bei den Jüngern. Weil die Jünger haben ja auch Angst gehabt vor Verfolgung, Tod, Folter. Und eins lasst euch sagen, Jesus lässt uns nie in unseren Kämpfen, egal in welchem Bereich, nie alleine. Wir müssen immer daran denken, dass der endgültige Sieg bereits durch Jesus errungen worden ist, denn er hat die Welt überwunden. Somit können wir jede Herausforderung ohne Angst in unserem Leben entgegentreten. Amen. Das gibt mir Trost, das gibt mir Mut, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Wenn also bei euch die ein oder andere Angst da sein sollte, geht in Johannes 16, 33, holt euch diese Worte hervor. Es wird Trost sein für euch. Und ich habe noch eine Bibelstelle in Lukas 22, 44, da ist ja Jesus auch was passiert. Es war Jesus, wo er im Garten Genesaret war. Jesus, und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass euer Schweiß zu Blut wird, dass er so heftig, hier seht beten, dass er so heftig mit dem Tode ringt, dass euer Schweiß Blut ist. Ich tue für mich diese Bibelstelle interpretieren, für mich persönlich. Hier war Jesus verzweifelt, dass sein Schweißblut wurde. In dieser Bibelstelle hat Jesus alle Angst und Verzweiflung der Menschheit auf sich genommen. Durch diese Blutstropfen hat er die Angst dem Tode die Macht genommen und mich persönlich frei davon gemacht. Warum habe ich dann immer noch Angst? Also für mich ist das ist die einzigste Bibelstelle im Lukas 22, 44, wo darüber gesprochen wird, dass Jesus sein Schweißblut wurde. Und es steht auch drin, dass er heftig gebetet hat. Und das ist auch etwas, wenn euch die Angst übermannt, betet. Und Jesus hat hier so heftig zu seinem Vater gebetet, dass der Schweißblut wurde. Wisst ihr euch mal, habt ihr mal so Gebet für euch persönlich gehabt, dass euer Schweißblut wird? So gerungen im Gebet? Also es beeindruckt, oder hat mich beeindruckt sehr tief, diese Bibelstelle, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Aber natürlich ist immer noch die Frage, ja, warum habe ich dann oder der eine oder andere immer noch Angst? Und jetzt gibt es auch eine wunderbare Bibelstelle, wo Paulus in seinen Briefen zu den anderen Gemeinden gesprochen hat, geschrieben hat. Weil damals war die Zeit auch nicht lustig. Da waren genug Ängste bei denjenigen, die gläubig waren. Ihr könnt ja euch das vorstellen, die Römer haben die Christen verfolgt, die Heiden haben die Christen verfolgt, die haben da eigentlich nur Verfolgung gehabt. Die Verfolgung damals war halt dann schon, Anfang von Steinigung, den Löwe zum Fraß vorgeworfen und weiß ich was, den Manegen, das vergisst man alles ein bisschen. Gell? Aber das war nicht lustig früher. Und das da war wirklich eine Herausforderung zu sagen, ja, ich liebe Jesus. Weil es war eigentlich fast ein Todesurteil, wenn man das an der Falsche gesagt hat. Also ich hätte da schon Angst gehabt, muss ich sagen, hier zu Jesus zu stehen. Und das hat Paulus auch genau gewusst, wenn er die Briefe geschrieben hat, auch im Römerbrief 8, 35, 39. Das lesen wir komplett vor und dann bauen wir das einmal ein bisschen auseinander. Was da gesagt worden ist. Das ist eine andere Übersetzung, jetzt lesen wir das einmal vor. Wer will entscheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet
wie Schlachtschafe. Auch dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weiter. Weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und hier kommt auch etwas. Ich steige da gleich nochmal näher drauf ein. Es kann uns nichts scheiden von der Liebe Gottes. Wir können über alles reden. Das Wichtigste ist trotzdem die Liebe Gottes. Weil viele Menschen sagen, die Liebe Gottes, sie ist erkaltet. Oder Liebe Gottes ist jetzt gar nicht wichtig, man andere wichtige Themen. Sonstig ist aber ohne das, ohne die Liebe Gottes, sind wir gar nichts. Können wir nichts bewegen, gar nichts. Das ist immer noch die Grundaussage. Und ich lese euch jetzt einmal Elberfelder vor, dass ihr das einmal gehört habt. Manchmal ist es auch besser, es zweimal zu hören. 35 steht, kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not und Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Hier hat Paulus an die Gemeinde nach Rom geschrieben und er hatte das vorausgesagt, wenn wir vielleicht in Not und Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr oder vom Tod bedroht sind. Und leider hat sich diese Vorhersehung bald leider erfüllt. In dieser Gemeinde hat es schreckliche Verfolgung gegeben, die haben schreckliche Verfolgung erlebt. Ganz wenige Jahre nachdem Paulus das geschrieben hat, wurden das Wirklichkeit, was da stand, dass sie verfolgt wurden, hungern, frieren, vom Tode bedroht wurden. Und das gibt es heute noch. Eine andere Gemeinde auf der Welt. In Vers 36 steht, schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Und in Vers 36, da steht er, weil wir an dir festhalten. Das heißt, in Vers 36 besteht sich Gottes tiefe Liebe zu uns, was immer auch geschehen mag und wo immer wir auch sein mögen. Nie können wir von seiner Liebe getrennt werden, egal welches Leid wir erfahren müssen. Es sollte uns nie von Gott trennen, wegtreiben, sondern uns helfen, uns eins mit ihm zu fühlen und uns von seiner Liebe heilen lassen. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man der größte Not und der größte Angst ist, wenn vielleicht Bombe aufs Haus fallen und sonstiges, daran zu denken. Aber wir sind ein Leib. Wir haben Jesus in uns. Und eigentlich wäre es das Schönste, ja, wie Jesus zu leiden, gefoltert zu werden, zu sterben wie Jesus, dass wir eins. Und wichtig ist, dass wir uns nie trennen lassen von seiner Liebe, egal was da passiert. Und es geht weiter. In 37, trotz all dem, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Sorgen um die Zukunft. Naja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel, oder befinden wir uns in dem tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Amen. Und wenn man gerade, oder wie man gerade diese Versen gehört hat, beinhaltet einer der tröstlichen Verheißungen, oder das ist die tröstlichste Verheißung der gesamten Bibel. Diese Verheißung, es kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Diese Verheißung.
die Mächte, die bösen Mächte der Welt, egal wie groß sie sind, wenn ihr an Jesus glaubt, kann euch nichts von der Liebe Jesus trennen. Nichts. Und ihr wisst, Gläubige sind immer mit den vielfältigsten Nöten konfrontiert. Der Michael hat es auch am Anfang gesagt. Auch in unserem Leben gibt es Verfolgung, Krankheit, Gefängnis, Folter, Hunger, Einsamkeit, Spott, Hohn und sogar den Tod. Und da ist ganz normal, dass bei solchen Nöten uns in uns Angst auslösen oder gar der Gedanke, dass Jesus uns verlassen hat. Aber Paulus sagt ja ganz klar, dass es unmöglich ist, von Jesus getrennt zu werden. Sein Tod für uns ist der Beweis seiner unerschütterlichen Liebe zu uns. Nichts kann uns von der Gegenwart Christi trennen. Gott sagt uns, wie groß seine Liebe ist, damit wir uns völlig in ihm geborgen wissen. Wenn wir diesen überwältigenden Zusagen glauben, werden wir keine Angst haben. Und das, was ich hier in dem Vers 8, also Römer 8, 35 bis 39, gehört habe und gelesen habe, was ich euch jetzt weitergegeben habe, wenn ihr das auch so wie ich ganz tief in euch hineinlasst, kann ich nur Jesus von vollem Herzen dankbar sein, dass er mir die Angst nimmt bis auf den heutigen Tag. Und somit auch ganz am Anfang gestellten Fragen eigentlich beantwortet sind. Was sagt Jesus über Angst? Wie sollen wir mit Angst umgehen? Jesus ist und bleibt mein Tröster und Helfer in größter Not. Wenn die Angst probiert, mich zu überrennen, euch zu überrennen, betet zu Jesus und erinnert euch an seine Liebe zu euch, zu mir. Und ich habe für mich beschlossen, wo ich die Predigt gemacht habe in dieser Woche, egal wie die Nachrichten sind und was da noch alles kommt auf uns, an schlechten Nachrichten, wo auch probiert wird, logischerweise durch den Feind, durch den Teufel, uns zu trennen von Jesus, weil letztendlich ist Angst nicht anders als eine Trennung, eine Mauer zwischen mir und Jesus, mehr ist es ja, ist aber viel, mehr ist es aber nicht. Er trennt uns dadurch, durch unsere Sorgen und Ängste und Nöte von Jesus. Weil er möchte nicht, dass wir an Jesus glauben, dass wir Jesus anbeten in unserer Not. Das ist das Schlimmste für ihn. Weil er will ja uns beherrschen durch unsere Angst. Wer Angst hat, wird gelenkt. Das hört er überall, in jedem Volk, in jedem Krieg und sonst. Die Angst, mit Angst kann man Menschen lenken. Dann sind sie lenkbar. Mit Angst kann man viel Geld verdienen. Jede Versicherung ist eigentlich eine Angstversicherung, wenn man so möchte. Wenn das Haus abbrennt, was mache ich dann und so weiter. Also das ist auch eine Angstabsicherung. Und mit Angst kann man Menschen lenken. Und ich habe für mich auch beschlossen, ich habe keine Lust, dass ich gelenkt werde. Ich möchte nur durch Jesus gelenkt werden. Ich habe keine Angst. Oder ich habe mir gesagt, er nimmt mir die Angst. Mir ist nicht mehr Angst und Bange. Weil ich Jesus in meinem Herzen habe. Vor was soll ich noch Angst haben? Warum? Und deshalb habe ich für mich beschlossen, egal was noch in dieser Welt passiert, keine Angst zu haben und auf Gott zu vertrauen. Denn ich habe keine Lust, freiwillig zu leben, in einem Leben mit Angst, ein Leben in Angst zu führen. Nein, das müsst ihr euch überlegen, nein, dafür hat Jesus nicht sein Leben, seine Liebe an mich geschenkt, dass ich das mache, dass ich ängstlich lebe, dass ich mich verstecke in dieser Welt. Nein, dafür hat Jesus nicht sein Leben gegeben, dass wir Gläubige ängstlich klein sind, uns unterordnen und da gesteuert werden von großen Mächtigen in meiner Angst. Und ich muss euch sagen, ich bin befreit. Auch wenn die Nachrichten schlecht sind, ich kann ja was dagegen tun, aber ich habe nicht mehr Angst, um das geht, dass jetzt wir morgen überfallen werden oder weiß ich was, oder morgen der Strom abgedreht wird oder ich morgen verhungere oder weiß ich was. Ich habe keine Angst.
Ich habe auch keine Angst um meine berufliche Zukunft oder private Zukunft. Nein, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich habe viele Jahre meines Lebens mit Angst verbracht. Jesus hat mich von dieser Angst befreit. Und ich lasse es nicht zu, dass das wieder überhand nimmt und dass ich von Angst gesteuert werde. Und ich kann euch nur sagen, folgt vielleicht meinem Beispiel, habt keine Angst vor euren Herausforderungen, nehmt es als Herausforderungen an und mit Jesus kann man jeden Berg in seinem Leben verrücken. Man kann jedes tiefe Tal durchschreiten. Weil eins weiß ich ja, und es steht geschrieben, Jesus ist mir vorausgegangen. Was macht Jesus? Er wartet auf mich. Er wartet im Himmel auf mich. Und er braucht auch keine Angst zu haben, in den Himmel zu kommen. Angst zu haben, in den Himmel zu kommen, was ist das wieder für Aussage? Gell? Wir sind frei. Jesus hat uns freigesetzt durch seine Liebe, durch seinen Tod, durch sein Opfer. Und wie gesagt, ich denke da immer wieder, wo er im Garten gesessen ist, wo das, sein Schweiß zu Blut wurde, das ist für mich ganz wichtig, da hat er mir die Angst genommen, er hat die Angst besiegt. Das wollte ich euch mal weiter übermitteln und auch im Netz übermitteln, was ich oder meine persönliche Angst, was ich darüber denke, wie ich meine persönliche Angst wirklich überwunden habe, in den Griff bekommen habe. Ich habe keine Angst, war auch keine Angst, hier zu stehen, mit euch zu reden. Vielleicht Lampenfieber, auch keine Angst. Und ich hoffe, dass meine kurze Predigt auch euch hilft, eure persönliche Angst zu überwinden, abzulegen, wegzulegen. Und wenn da mal wieder der eine oder andere kommt, um euch Angst zu machen, keine Chance, ich habe Jesus. Wen hast du? Deine Angst? Könnt ihr mal den fragen, dann, wenn er wieder herkommt und sagt, oh, hast du schon gehört, da gibt es kein Weizen mehr und da gibt es kein Öl mehr und so. Jesus ist mein Versorger, könnt ihr dann sagen. Ich habe keine Angst. Amen. Ist das so? Es kommt immer was. Es geht immer. Jesus öffnet jede Tür in meinem Leben geöffnet, in eurem Leben auch. Vertraut auf ihn. Ganz, ganz, ganz arg. Er ist euer bester Freund. Und ein guter Freund möchte nicht, dass ihr Angst habt. Amen. Ihr könnt ausmachen, das war's.